Hallo, in diesem Screencast ein kleiner Tipp. Dateien richtig löschen. Werden Dateien mittels Befehl RM, der Entferntaste oder der Papierkorbfunktion gelöscht, kann man die Dateien durch die Anwendung diverser Tools wiederherstellen. Mehrfaches Überschreiben der Daten erschwert die Rekonstruktion der gelöschten Dateien erheblich. Die Tools SARD und Wipe überschreiben Dateien vielfach. SARD gehört zum Standard und Wipe muss per SUDO Leerzeichen APT-GET Leerzeichen Install Leerzeichen Wipe oder mittels Ubuntu Software Center nachinstalliert werden. SARD und Wipe wurden schon in einem anderen Videotutorial vorgestellt. Deswegen möchte ich hier das Paket Secure Delete vorstellen. Die Installation beginnt nach der Eingabe von SUDO Leerzeichen APT-GET Leerzeichen Install Leerzeichen Secure-Delete, Enter, Passwort eingeben. Eine Alternative wäre das Ubuntu Software Center. Vier neue Tools stehen nun zur Verfügung. SDMEM für das Überschreiben des Arbeitsspeichers. S-Swap für das Überschreiben der Swap-Partition, S-Fill für das Überschreiben des freien Speicherplatzes und SRM für das Überschreiben einer Datei. SRM, Leerzeichen Dateiname, hier mal als Beispiel a.txt, löscht die angegebene Datei sicher. Minus V zeigt den Fortschritt an. SRM Leerzeichen minus R Leerzeichen Verzeichnis löscht den ganzen Verzeichnisinhalt. Als Beispiel Verzeichnis hier mal A minus V zeigt wieder den Fortschritt an. Ciao und viel Glück!